Hallo Lieben, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich gehe mal direkt weiter an den Achmed. Wir haben ein ganz neues Format. Ich habe hier zwei mutige Gastronomen am Start, die sich meiner Challenge stellen. 1000 Euro setzen die beiden Teams auf ihren eigenen Burger, auf ihr eigenes Produkt. Wir haben einmal Brudis Hannover und wir haben Mr. Imbiss aus Berlin. Ja, und die setzen beide 1000 Euro, weil sie überzeugt sind von ihrem Produkt. Der Gewinner kriegt halt 2000 Euro. Das heißt, wenn ihr gewinnt 2000 Euro, wenn ihr gewinnt, kriegt ihr die 2000 Euro. Ja, und wir starten hier in Hannover. Zu euch später nochmal genauer, vielleicht nur ganz kurz. Ich bin der Bruder, der Chef von Mr. Imbiss. Sebastian. Ich bin Mehmet vom Rudis. Ich bin der Gökhan vom Rudis, der Bruder von Mehmet. Wir starten. Jetzt muss ich dazu sagen, erstmal danke, dass ihr die Eier hattet, weil ich habe viele kontaktiert, die meisten hatten nicht die Eier dazu. Lasst den Daumen knallen, Leute. Ich lasse mir was einfallen, Mann. Ihr müsst den Daumen richtig scheppern lassen, das kommt öfter. Die testen auch den Burger, bewerten den auch. Zum Schluss zählt natürlich mein bescheidenes Urteil und andersrum aber auch genauso. Ich habe Bock und ja, wir starten direkt. Rudis kommt, weil wir das zusammen machen als Bruder. Uns gibt es jetzt seit 2022. Wir benutzen eigentlich nur frische Zutaten, keine Geschmacksverstärker, auch in unseren Soßen. Und so achten wir sehr darauf, dass wir keine Zusatzstoffe drin haben. Wir rocken heute das Ding auch, weil wir uns sehr viel Mühe geben und sehr viel mit Leidenschaft an der Sache dran sind. Weil wir auch sehr jung schon in die Gastronomie reingerutscht sind durch unsere Eltern. Und jetzt treten wir gegen Berlin auf. So, das ist dein stolzer Laden. Ein Jahr seid ihr hier, ne? Ja, über ein Jahr jetzt mittlerweile. Okay, sieht entspannt aus. Mir ist gleich aufgefallen, ne? Ihr habt ja Döner und Burger. Ja. Ich sag dir ehrlich, ne? Ich muss ja über die Wahrheit sprechen. Normalerweise, wenn man Burger und Döner sieht oder Pizza und Döner und sonst was, dann ist man erstmal abgeschreckt, weil man denkt so, also das ist bei den meisten ein schlechtes Zeichen, aber euch ist ein gutes Zeichen, sagst du. Wir haben die Karte trotzdem sehr klein gehalten. Pizza und so gehört nicht in so einen Laden rein. Wir dachten, Döner und Burger passen doch zusammen, weil beides Fleisch, Braten, Feuer, Grill. Ja. Also wir halten nichts persönlich davon halt. Fusionsküche ist nichts halt für uns. Ja. Er ist so überzeugt von seinem Produkt, Mehmet. Wirklich, also ich habe mit ihm telefoniert. Er hätte schon ein Buch schreiben können über sein Ding. Feier ich. Also du bist ja auch sehr sicher, dass du ihn platt machst in diesem Duell, ne? Wir machen euch platt. Ja. Kein Problem. Das sehen wir am Ende. Wir werden Cheeseburger testen. Dann kannst du gerne 3 Stück machen. Für jeden von euch nehmen wir ein. Ich komme direkt mit hinter den Tresen und dann werde ich das Ganze mal begleiten. Legen wir los. Hier werden gleich Dinge geschehen, Achi. Schau mal, hier haben die Döner am Start. Sieht aus wie ein normaler Hackfleischspieß, aber die haben so ein Konzept, keine Zusatzstoffe, keine Geschmacksverstärker, gar nichts, kein Palmfett, 95% Kalb. Wollte mir auch andrehen zu probieren, aber ich muss den anderen ja auch noch essen. Ne? Hast du schon mal gegessen hier, Döner? Ja, ja. Ist gut? Ja, ja. 1 bis 10? Nee, nee. 1 bis 10? Ja. Und Burger? Auch. Auch? Ja. Geil. Wer ist der größere Fachmann von euch beiden, seid ehrlich? Ich bin er. Ja? Ist das so? Er ist der größte Fachmann. Okay. Ist der Koch hier. Du bist gelernter Koch, ne? Hier, alles. Also ich bin für die Zubereitung zuständig, ja. Okay, das heißt, du hast natürlich Ahnung vom Fach. Du hast bestimmt schon ein bisschen hier beobachtet. Ja. Was denkst du denn, erwarte dich? Du siehst die Buns, du siehst das Fleisch. Was ist so dein erster Eindruck von hier? Also ich bin ehrlich, ich lasse mich überraschen. Mhm. Was mir schon mal gefällt, ist, dass sie die Presse vorgrillen, damit du ein schönes Gittermuster drauf kriegst. Ja. Wir machen auch Smashburger, aber von Hand. Also wir benutzen keine Presse, wir machen die von Hand. Also wir machen die Kugeln auf dem Grill und pressen die halt... Mit der Hand? Ja, mit der Hand runter, ja. Oha, das habe ich ja noch nie gesehen. Reibt ihr eure Hände mit Öl ein vor? Nein, wir haben Handschuhe an. Okay. Und das Fleisch hat genug Fettanteil. Okay. Da braucht man nichts einölen oder wässern. Oder. Ich blende auch noch mal Kommentare ein hier für die, die Brudis empfohlen haben und die, die Mr. Imbiss empfohlen haben. Mr. Imbiss haben schon lange. Da gab es einen, der hat mich penetriert mit Nachrichten. Ewig schon, ne? Und ich sollte unbedingt dahin kommen. Guck mir, was das auf uns zukommt. Wieso weiße Zwiebeln und keine rot? Ja, rote Zwiebeln sind, finde ich, haben zu viel Pep. Ich mag rote Zwiebeln selber auch sehr. Also sind zu intensiver. Rote Zwiebeln sind eigentlich eher süß und die weißen eher scharf, ne? Ja, ich fand die roten eigentlich bis jetzt immer schärfer, muss ich sagen. Meine Frau ist Griechin und die essen nur rote Zwiebeln.
Da kenne ich das auch noch mal sehr gut. Also ich muss sagen, ich finde auch die weißen schärfer, die roten süßer, aber ich glaube, ich weiß, was Mehmet meint. Die haben halt einfach eine andere Note, einfach anderen Charakter. Also rein optisch muss ich sagen, schon oben mit dabei. Ist schon Optik. Ja. Komm, dann gib mir mal einen Tisch schon mal. Ganz flauschig weich. Bäckerprodukt. Haben wir vom Bäcker. Ja, ja. Ist echte Handwerkskunst. Ist ein französischer Bäcker, der das macht. Ja, ja. Schon anders. Industrieware. Man merkt direkt, Gewürz kommt direkt gut durch. Buns kommen gut. Die Buns sind echt gut. Man merkt, dass es durch ist. Es ist, ist jetzt halt nicht tot durch, ne? Aber ist immer noch, Saft ist noch da. Verhältnismäßig hart im Biss. Gröberes Hackfleisch. Genau, dezenter Käse. Ich hatte gedacht, der wäre intensiver. Ich möchte jetzt erstmal die anderen Jungs zu Wort kommen lassen. Was ist so dein erster Eindruck? Ja, genau das eigentlich, dass das Fleisch durch ist. Ja, der Käse ist kein intensiver Käse halt. Das ist zwar Cheddar, aber irgendwie doch nicht so halt, was man sich vorstellt. Auch mit diesen weißen Zwiebeln. Kann man machen, ist jetzt nicht halt so meins. Aber sonst ist ja gut. Ja, also ich finde auf jeden Fall, das Fleisch hat schon echt gute Röstaromen. Also die kommen echt gut durch. Mein persönlicher Geschmack ist eher dieses feinere Fleisch. Ihr habt ein bisschen gröberes, aber das ist alles dann am Ende Geschmackssache. Ja, vom Geschmack her ist das Fleisch echt gut. Super, danke dir. Ja, mich persönlich, ich mag diese Säure vom Ketchup nicht. Ja, vom Fleisch her wunderbare Röstaromen. Also danke dir, mein Lieber. Also ich finde, sehr gut zusammengefasst. Ich hätte sonst von mir auch noch mal gesagt, was ist denn das Negative? Hast du schön schon mitgenommen. Das mit den Zwiebeln gefällt mir auch gut. Ja, ich weiß nicht, wie es mit roten gewesen wäre. Fleisch hat auch Geschmack. Du schmeckst das Fleisch, du merkst, da ist Fleisch. Das ist traurigerweise selten der Fall. Rösterungen kommen gut durch, waren gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist auch die Härte vom Fleisch. Der Biss vom Fleisch. Aber Burger ist wirklich gelungen. Muss ich sagen, ist wirklich gelungen. Also Bewertung kriegt ihr natürlich erst am Schluss. Ne? Wir wollen die direkte Gegenüberstellung. Ich werde den Burger hier aufsnacken, werde mir noch ein genaues Bild machen, werde in mich gehen und wir sehen uns jetzt gleich in Berlin zur Station Nummer 2. Hallo, ich bin der Bruder. Ich bin der Inhaber von Mr. Immes Burger. Das ist Basti, meine rechte Hand. Wir machen den besten Burger Berlins. Und ja, wir werden das Ding hier heute rocken. Wir arbeiten auch mit frischer Ware, hochwertiger Ware. Guter Geschmack ist halt kein Zufall, ne? Wir sind am Start jetzt. Berlin! Berlin lebt! Ra, ra, ra! Nein. Was erwartet uns jetzt hier, Bro? Wir sind in Berlin, wir sind bei Mr. Burger. Wir sind wo genau hier? Wir sind bei Mr. Immes Burger. Mr. Immes. Wir sind direkt am Checkpoint Charlie, auf dem Charlie's Beach Gelände. Mhm. Erstmal Props an die Jungs. Ja, wir sind hier bei uns und was erwartet euch? Kulinarische Highlight, halt, was Burger angeht einfach. Okay, was macht der Burger besonders hier? Das sagen halt eigentlich alle halt, ne? Homemade, frische Brötchen, frisches Fleisch, keine TK-Produkte, unsere hausgemachte Soße halt. Und natürlich auch noch eine Nuance halt von uns. Spaß, Liebe. Wir haben hier einen ganz kleinen Stand, Leute. Ganz, ganz mini Stand. Das ist hier so auf dem kleinen Gelände. Hier habt ihr noch eine schöne Statue. Das Gelände, das wird noch, im Sommer ist es komplett auf. Ja? Ja. Was machst du denn da? Wie schon eben erwähnt, also dieses mit dem Flachdrücken. Vielleicht bin ich so im Smashburger-Film. Ich meine, in der Regel sind die dann auch schon vorgeformt, werden draufgelegt. Die breiten die mit der Hand da nochmal aus. Da geht nochmal ein bisschen Schwingung ab in das Essen rein, die Liebe ab da rein. Ja, und jetzt Schlag auf Schlag das Video, ne? Schlag auf Schlag. Wir haben Mehmet da, wir haben die beiden Jungs da. Habt ihr Cash am Start, Jungs, ne? Einer wird heute bluten. Was habt ihr da für eine pinke Soße, Bora? Unsere Feigensenf. Ehrlich? Fruchtzwerge. Fruchtzwerge, ja! Original, mal, ist wirklich. Ja. Ja. Also auch alle drei, guck mal. Sieht echt so aus. Banane und vier Äpfel. Ja. Ist so. Kriegen wir den Medium serviert, Bora? Wie ihr möchtet. Wie wird er serviert, wenn man nichts sagt? Wenn man nichts sagt, kriegt er den leider auch komplett durch, weil die Leute halt keine Ahnung haben mit frischem. Okay, was würdest du da denn aber empfehlen? Ich empfehle immer Medium. Dann nehmen wir Medium. Komm mal ran, Mehmet, hier. Wie unterscheiden sich so eure Fleischzusammensetzung? Könnt ihr da beide nochmal drüber reden, wie ihr da so das angeht bei euch in euren Läden? Dein Fleisch ist halt grob,
grobes Fleisch. Unser ist das halt ein bisschen feiner, aber halt die Zusammensetzung ist natürlich ein Geheimnis. Was okay, da verliert ihr jetzt kein Wort dran. Nee, wow, wir machen es nur grüber, weil es dann so halt nicht so dieses ganz Feine, sondern hast du so mehr so dieses Zerfallen dann, das Zerbröseln so mehr. Okay, okay, beide Geheimnisse für heute. Ui, jetzt sehe ich schon hier, da muss ich mal einmal drauf gucken. Schöne Röstung da drin. Für den Käse. Oh, haben wir deine Jacke gegrillt? Ist das deine Jacke da drauf? Ja. Ahmed. Das nennt man Körpereinsatz. Ja, das ist Einsatz, Ahmed. Oh ja, da sieht man den Abdruck. Aber er ist nicht schlimm, das fällt nicht auf, nur wenn man es weiß. Kann man die Hände mal ein bisschen aufwärmen. Ahmed, ist noch eins aufgefallen, ne? Vor dem Auto hat er schon recht hinsichtlich der Zwiebeln, weil er vorhin gesagt hat, ja, die sind schärfer, die weißen und so. Ja, du hattest aber die großen Frühlingszwiebeln, ne? Sag ich mal so. Ja, ja, diese Gemüsezwiebeln. Ja, und die sind dann ja wiederum auch nicht so scharf, ne? Ja, die sind nicht so. Die sind geschmeidig dann. Optisch muss ich sagen, gibt es keinen Gewinner für mich. Die sehen beide einfach sehr geschmeidig aus. Fühlt sich geil an, schön weich, schön Sesam oben auch wieder drauf. Also entlang, das war jetzt schon mal von diesen dickeren, ne? Die sind ja jetzt etwas dicker, die Patties. Vergleich das jetzt nicht mit dem, weil der war für mich dann doch etwas dünner. Auch von den dicken, seit langem deutlich der stärkste Burger, den ich hatte. Also, was bei dem fasziniert, erstmal, du gehst da ran, ich weiß nicht, ob sie süß aus dem Buns ist, aber die kommt direkt so eine richtig geile Süße an den Gaumen ran. Perfekter Käse, der komplett den ganzen Mund aushüllt. Geiles, perfektes Salzfeeling. Man muss bei vielen Burgern, und das ist nicht meine Feinfühligkeit, Leute, man muss die Augen zudrücken hinsichtlich zu viel Salz, zu wenig Salz. Soll man die Kirche im Dorf lassen, aber das perfekt gemacht. Das ist gut gemacht, sehr gerne. Respekt an den Burgerbrater. Das ist echt sehr gut gemacht. Mir fehlen ein paar Zwiebeln aber drauf. Aber ich esse Zwiebeln auch sehr gerne. Ja. Ich esse sogar Pommes mit Zwiebeln. Geiler Knusper, auch geile Soße. Medium nicht geschafft? Nein. Das ist nicht schlimm? Meiner ist perfekt geworden, ich danke dir. Bitte? Meiner ist sehr gut. Ja, danke. Am Ende des Tages soll er schmecken, ne? Das Feeling ist auch einfach geil. Das Bun ist ja außen auch so ein bisschen, ihr habt das ja auch, meine ich, auf den Grill raufgelegt, nochmal, dass so ein bisschen kross ist, ne? Und wir nutzen auch Butterschmalz. Gibt halt nochmal ein gutes Aroma, ne? Das Einzige, was ich zu bemängeln hätte, Fleisch teilweise, jetzt am Ende, einen leicht nicht vorteilhaften Beigeschmack. Es ist nicht Burger-Style. Es ist wie, boah, hätte ich jetzt ein anderes Gericht genommen und da einen Hack verwendet, wie meinetwegen eine Kartoffelpfanne mit Hack. So, und beißt da ein Stück Hack rein. War einfach nicht Burger-Style. So ist es, glaube ich, richtig ausgedrückt. Wie gesagt, nicht schlecht oder so. Aber finde ich zum Burger nicht perfekt passend gewesen. Liegt aber vielleicht auch daran, dass es die Garstufe nicht getroffen ist. Ich weiß es nicht, weiß nicht. So, also wir sind beim Abschluss. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das Battle. Ja, war auf jeden Fall eine Reise wert nach Hannover, Alter. Ja. Vor allem hat mich echt gefreut, dich kennengelernt zu haben. Dich und dein Team. Und auf jeden Fall ein mega geiler Döner bei euch, ja? Dankeschön. Also, danke. Ja, wunderbar. Auch an alle Burgerbetreiber, an euch da draußen, wenn ihr Bock habt, bewerbt euch. holle2114@gmail.com. Und ja, jetzt mal erstmal fangen wir an, würde ich sagen, mit deiner Bewertung und eurem Statement. Was würdet ihr dem Burger von Mehmet geben an der Bewertung? Eine grundsolide 8. Denke ich auch. Würde es auch nachgeben. Also da kann ich auch ein, zwei Sachen mit einfließen lassen. Geiler Pfeffer da drauf. Der hat mich geflasht. Die Buns wirklich, also stark. Ich sag's, wenn ich mal einen Burgerladen aufmache, dann überlege ich, dich anzurufen. Dankeschön, komm gerne vorbei. Ja, echt stark. Was bei dir halt ein bisschen geschwächelt hat, war das Fleisch, was mir zu hart war. Ne? Aber gut, hätte man vielleicht Medium machen können. Du kriegst von mir 7 von 10 Punkten. Ist ein starker Burger. Ich sag euch aber, Döner hat Ahmed noch getestet. Ich habe das Fleisch getestet. Ich glaube, Döner ist das, was noch mal deutlich mehr bei dir reinknallt. Da teste ich vielleicht noch mal so. Aber der Burger ist stark, Leute. Wirklich, also wirklich ein guter Burger. Zu eurem Burger, Jungs. Ja. Zu eurem Burger. Also ich muss vom Fleischverhältnis sagen, beim Fleisch, vom Geschmack her, fand ich den stärker bei dir, das Fleisch. Bei euch die Konsistenz aber deutlich stärker. Ihr seid Profis, ich möchte euch, kann euch nur sagen, was ich als meine bescheidene Meinung sage. Ich würde irgendwas in der Zusammenstellung oder vielleicht was auch der Tag, der Gargrad, hätte ich ein bisschen umgestellt. Nichtsdestotrotz war das ein absolut rundes, heftiges Ergebnis. Und wenn das behoben wäre, ich schwör's euch, sehe ich euch ganz oben bei mir im Deutschland-Ranking. So kann ich euch nur in Anführungsstrichen eine 8-4 geben. Aber trotzdem noch stark, ihr seid die Gewinner, kriegt die 2000 Euro. Sehr, sehr stark, Leute. Versteht mich nicht falsch.
Versteht mich nicht falsch. Danke. Ja, sehr gerne. Es war. Mach das mit dem roten Zügen. Ja. Oh, Spaß. Hat wirklich super. Spaß gemacht. Sau stark, Digi. Sau stark. Deshalb, ich mag das manchmal nicht, wenn ich eine Sache erzähle, dann hört sich das so an, als wäre der Burger nicht geil. Der war heftig. Mit dem Käse, Salz, süß am Anfang. Ganz krankes, für mich einmaliges Erlebnis. Wenn der das behebt, vielleicht war es die Tagesform für mich oben in Deutschland mit dabei. Leute, danke fürs dabei sein. Daumen gerne oben knallen lassen. Wir sehen uns. Mehmet. Danke, Cameraman. Achso, wir spenden das. Ja. Mehmet, wo sollen wir das hinspenden? Ersten nächsten Monats posten Sie den Spendenbeleg einmal da rein, dass Sie das nochmal nachgucken können. Ne? Dass wir wissen, dass das kein Fake ist. Und ja, danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Kuss.